Wir brauchen eine Aufarbeitung der gesamten Corona-Krise und der Corona-Maßnahmen. Mir geht es nicht so sehr um den Begriff Schuld. Das kann man definieren, wie man will. Aber es geht mir darum, dass man sagt, es sind Fehler gemacht worden. Also das müsste eingestanden werden in gewissem Umfang. Und es müsste dann auch eingestanden werden, dass man über das Ziel hinausgeschossen ist, dass man auch in eine Art Kollektivismus verfallen ist, in dem kritische Stimmen kein Gehör mehr finden konnten. Das müsste dann auch dazu führen, in zweiter Linie, dass man sagt, wie können wir diese Fehler nicht mehr machen bzw. vermeiden beim nächsten Mal, dass es so weit kommt. Also das wäre mir entscheidend, dass man irgendwie sagen kann, für eine kommende Krise, wir werden nicht wieder so weit in diese missliche Lage hineinkommen, sondern können das irgendwie vermeiden. Bedeutet das, dass es für Sie mit einem Schuldeingeständnis, mit einer Entschuldigung getan wäre? Oder was fordern Sie konkret in Sachen Aufarbeitung? Also es geht mir nicht so sehr um die Worte. Mhm. Also da wird dann gerungen darum, hat ja jemand jetzt Schuld, das Wort Schuld in den Begriff genommen oder nicht. Nein, es muss aber eingestanden werden, es ist etwas schiefgelaufen, es ist etwas falsch gelaufen. Da kann man immer noch drüber diskutieren, wer daran schuld ist. Aber es sind Fehler gemacht worden von Institutionen, von verschiedenen Organisationen, auch von Parteien, von Politikern, von Einzelnen, aber auch von Gruppen. Und das wäre mir wichtig. Und dann zu sagen, wie können wir das Vertrauen, was dadurch verloren gegangen ist, wiederherstellen? Und wie können wir sicherstellen, im Rahmen des Möglichen, dass das beim nächsten Mal nicht wieder so passiert? Das nächste Mal, das steht quasi schon fast vor der Tür. Der Gesundheitsminister sagt ja, Weihnachten, alle Ruhe geben, Vorsicht, Vorsicht, Obacht, Obacht. Gehen wir noch einmal in die Themen rein, die besonders schmerzhaft, die besonders schwierig für uns auch als Gesellschaft waren. Herr Friedrich, wo sehen Sie das größte Versagen? Wo sind die Stellen, wo wir wirklich sagen müssen, da ist etwas schiefgelaufen? Und wir haben das schon gestriffen hier, dieses Thema, aber da möchte ich einmal tiefer reingehen. Mhm. Wo ist etwas schiefgelaufen? Wo ist wirklich etwas passiert, das wir so nicht stehen lassen können? Ja, vor allem bei der Zukunft unseres Landes, bei den Kindern. Wir sehen ja jetzt, dass viele Kinder durch diese Lockdowns leider keine sozialen Kontakte mehr haben, sozial inkompetent geworden sind, Waschzwang, Übergewicht natürlich wegen mangelndem Sport. Dann sehen wir jetzt RSV-Viren, die immer weiter sich etablieren bei den Kindern, weil die wohl durch das Maske tragen, durch zu wenig soziale Kontakte, wohl ein geschwächtes Immunsystem haben und kein Immungedächtnis aufgebaut haben und natürlich auch Depressionen teilweise. Drogenkonsum ist massiv gestiegen, nicht nur in Deutschland, auch in Österreich und in der Schweiz. Und das sind Kollateralschäden, die werden uns Jahre begleiten, dass die jungen Kinder auch keine Bildung genießen konnten, keine Kultur genießen konnten. Denen fehlt einfach, ich glaube, für 39 Wochen hatten wir Lockdown in den Schulen. Die haben 39 Wochen keinen Schulunterricht gehabt, ihre Freunde nicht gesehen. Und bei denen ist es halt ein größerer Anteil an ihrer Gesamtlebenszeit als bei uns. Und das ist unverzeihlich. Aber dann fordert jemand hier einen Rücktritt zum Beispiel von jemandem mehr als eine Entschuldigung und Untersuchungsausschuss. Das gibt es nicht mehr. Wer tritt denn noch zurück, bitte schön? Hören Sie doch auf. Nee, naja, also, weil wir zählen hier all diese Dinge ja, auf und die haben sagen, keinen das müssen wir mehr aufarbeiten. Ja, aber die sitzen es aus. Sie sitzen es aus bis zum Ende. Die müssten alle zurücktreten und auch haftbar gemacht werden. Und eine Entschuldigung wie Jens Spahn, das reicht nicht. Der müsste eigentlich vors Gericht kommen. Wir müssten das alles aufarbeiten, um auch wieder Frieden zu stiften in der Bevölkerung. Und genau das Gleiche bei Lauterbach. Lauterbach lag mit so vielen Punkten falsch. Und trotzdem hat er nicht den Anstand zu sagen, okay Leute, ich liege falsch, ich bin vielleicht überfordert, ich trete zurück und mache für jemand anderen Platz. Die Bevölkerung würde das begrüßen und würde auch wieder Vertrauen in die Politik gewinnen. Momentan sehe ich nur, dass es immer extremer wird in der Gesellschaft. Also das sehe ich als besonderes Problem, dass man nämlich gerade in den letzten anderthalb Jahren etwa immer stärker ein Narrativ durch die Krise getragen hat, was überhaupt nicht mehr begründet war und was an einem bestimmten Punkt auch für jeden oder jeweils einen großen Teil der Bevölkerung klar wurde, das ist doch nicht mehr begründet in der Sache, sondern es sind einfach nur Maßnahmen, die einfach da sind. Und Lauterbach hat auch mal irgendwann gesagt, ja, das ist eben so. Und also an der Stelle muss man sagen, das ist gefährlich für eine Demokratie. Ja. Flugzeug und Bahn zum Beispiel. Ich bin mir sicher, hätte man die Politiker im Zug erwischt ohne Maske, dann hätten wir im Zug jetzt keine Maskenpflicht. Und das kann man auch keinem mehr erklären. Ich bin jetzt hier auch in Berlin mit der Bahn gefahren. Ja? Also ich meine, da hält sich ja keiner mehr irgendwie wirklich dran. Auch der Kontrolleur hat nicht mal mehr nachgefragt, weil wir einfach wissen, es macht keinen Sinn mehr. Ich glaube, die Realität ist eine ganz andere wie die in der Politikblase. Was kommt da mal ins Rollen, Jan? Was glaubst du, Untersuchungsausschuss hatten wir bereits angesprochen, aber wird es vermutlich nicht geben. Das wäre wichtig, ein Untersuchungsausschuss. Mich hat, wenn wir das einmal noch mal vielleicht zusammennehmen, und wir sehen ja auch, wie sich eine gewisse gesellschaftliche Debattenkultur jetzt auch wandelt, doch erstaunt, wie leichtfertig viele, viele Menschen in diesem Land eigentlich ganz normal hingenommen haben, dass Freiheitsrechte eingeschränkt wurden. Das war etwas, was mich fasziniert hat im negativen Sinne.
in den Jahren 2020, 2021 und auch in diesem Jahr noch zu Beginn des Jahres, dass eigentlich eine Debatte darüber stattgefunden hat mit zwischen jenen, die versucht haben, möglichst viele Freiheitsrechte zu verteidigen. Und die dann sich dauernd attackieren lassen mussten in zum Teil wirklich wüsten Schimpftiraden, als jene, die überhaupt nicht begriffen hätten, worum es bei diesem Virus geht. Und da habe ich den Eindruck, tut sich jetzt doch in gewisser Weise etwas, dass diejenigen, die für diese Freiheitsrechte gekämpft haben, in gewisser Weise doch mehr Zuspruch bekommen, zumindest für sich auch in Anspruch nehmen können, dass die Argumentation durchaus auch mit Blick auf die vergangenen 2,5 Jahre die richtige Argumentation war. Genau so haben Sie ja auch argumentiert. Entschuldige, wenn ich da einmal reingehe. Genau Sie haben von erster Stunde an Kritik geübt. Sie haben dafür Ihren Job verloren. Haben Sie eine Entschuldigung bekommen? Hat sich Markus Söder bei Ihnen entschuldigt? Also ich habe die Position im Ethikrat verloren. Genau. Sie sind weiterhin Professor an der Uni München im Ethikrat, Also nein, bei mir hat sich niemand persönlich entschuldigt. Also auch weder persönlich noch unpersönlich, das hat es nicht gegeben. Nein. Aber Sie haben ganz schön was aushalten müssen. Sie wurden öffentlich dafür diffamiert, kann man sagen. Ja, das ist wahr. Und zwar, das muss man schon sagen, nicht nur von einer Seite, sondern auch von Teilen der Medien, nicht anwesenden Teilen der Medien, von anderen, sagen wir mal, Mitgliedern aus meiner Community sozusagen auch und eben von der staatlichen Seite. Ja, also es kam einiges zusammen. Es war eine ganz schöne, also man könnte es auch Hetzjagd nennen. Ja, eine Hetzjagd. Und da kam niemand mal auf Sie zu und hat gesagt, entschuldigen Sie, ich war da so gefangen, Sie hatten da recht an dem und dem Punkt, das hatte ich gar nicht so gesehen, deshalb war ich nicht informiert genug, also wusste ich nicht besser. Also ja. Also, naja, ich höre jetzt so im Laufe der letzten Monate von vielen Bekannten aus dem beruflichen oder privaten Umfeld, dass die eigentlich sagen, ach, wir haben ja immer zugestimmt. Das ist ja ein einfacher Weg. Gratis Mut. Ich habe immer genickt. Und man hat es nur natürlich damals nicht so gesagt. Ich meine, das ist mir wichtiger, als wenn man es nicht sagen würde. Es ist besser als gar nicht. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir auch jetzt gerade für junge Menschen, dass wir sie dazu erziehen, auch etwas gegen den Mainstream zu sagen und gegen Strömungen. Ich glaube, das war doch eigentlich immer auch in den auch früheren Generationen wichtig. Da gibt es übrigens noch, einen weiteren Bereich, den man auch nicht außer Acht lassen sollte. Die Justiz hat ja auch teilweise mitgespielt, also auch zum großen Teil. Ja, klar. Ich weiß nicht, was man da machen kann, aber das scheint ja irgendwie auch eine Mentalitätssache zu sein. Man kann ja die Justiz jetzt nicht, es wird schwierig, die zu verklagen, ja. Aber ich fand das erschreckend. Das ist ja so, ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich bin überzeugt, dass meine Position richtig ist und ich mache nichts Kriminelles, dann weder Rückhalt von den Medien noch von der Politik und dann schließlich auch nicht mal von der Justiz zu bekommen. Wobei, da muss man Einschränkungen machen, glaube ich. Es gab zahlreiche Gerichte, wieder gesagt haben, zum Beispiel das Böllerverbot, dann war nicht rechtens. Ja, das waren so ein bisschen klein hier und da. Richtig, die Leute, die im Park von der Parkbank gejagt beim Schlittenfahren. Wurden, Kinder beim Schlittenfahren mit Das war jetzt Polizei, ne? Genau, das war Polizei. Ich will um Gottes Willen nicht die ganze Justiz jetzt verdammen, aber das ist doch auch so eine Mentalitätsfrage. Was geht denn davor in der Justiz? Und die Urteile waren ja oft so, dass die einfach nur gesagt haben, ja, das RKI hat ja gesagt. Mhm. Und wenn das RKI das sagt, brauchen wir uns damit nicht weiter zu beschäftigen. Aber das ist doch genau die Aufgabe der Justiz, das zu hinterfragen. Ja. Ja. Also genau auf Seite des Bürgers zu sein und zu gucken, ob der Staat denn das Richtige und die Verhältnismäßigkeit. Ja. Das ist natürlich. Können Sie eigentlich einmal sagen, was der Ausschlag war, dass Sie ausgetreten sind oder dass Sie in dem Gremium nicht mehr angehen? Was war genau das ausschlaggebende Momentum? Ich bin ja nicht ausgetreten. Sie durften austreten. Sagen wir mal, vorsichtig formuliert, Sie mussten gehen. Ausgetreten. Was war genau der Punkt? Ich bekam ja ein Schreiben seinerzeit, also im Februar 2021. Nochmal für die Zuschauer, Sie waren ja Mitglied im Bayerischen Ethikrat. Genau, im Bayerischen Ethikrat, der neu gegründet war, gerade erst im Ende 2020. Und wir haben erst einmal getagt gehabt damals. Und ich bekam dann einen Brief von der Bayerischen Staatskanzlei, in dem mir mitgeteilt wurde, dass ich nicht länger in diesem Ethikrat bin, aber das war ohne Begründung, da war gar nichts. Also, und es wurde dann später gesagt, dass ich behauptet hätte, ich würde für den gesamten Ethikrat sprechen, was ich nicht getan habe und was man sogar in Fernsehausschnitten, wo ich dazu mich äußere, auch sieht, dass das nicht stimmt. Aber es war eindeutig, ich hatte mich kritisch gegenüber dem Lockdown geäußert, auch gegenüber Zero-Covid. Das habe ich vor kürzlich nochmal auf Twitter auch nochmal mit großer Resonanz nochmal zurückgeholt, sozusagen aus der Vergangenheit. Das war diese Kritik an diesen Konzepten, die
offensichtlich politisch nicht genehm war, zu der Zeit jedenfalls. Herr Friedrich, was war da los? Was war mit vielen von uns los? Was war los, dass wir geglaubt haben, gefolgt haben und dass wir wenig hinterfragt haben und dass der Graben, über den wir sprachen, entstehen konnte überhaupt, dass die, die hinterfragt haben, zumindest kritisch beäugt wurden. Wie konnte es so weit kommen? Wir sind alle selbstständig denkende Menschen. Ja, nicht mehr. Es war Angst und natürlich Propaganda und auch Angst, das Rückgrat zu haben, vielleicht gegen den Mainstream, gegen das Narrativ was zu sagen, weil man Angst hatte, dann stigmatisiert, diffamiert zu werden oder sogar entlassen zu werden. Und es war tatsächlich eine Art Massenpsychose, weil natürlich kann man die Gesundheit, die überhöht dargestellt wurde, moralisch, ethisch natürlich nicht in Frage stellen, weil dann ist man ja gleich irgendwie in eine Schublade gesteckt worden, weil es geht ja um Gesundheit. Man muss ja sozusagen mitfunktionieren. Und deswegen war es eine Massenformation und eine Massenpsychose ausgelöst durch ständige Torpedierung mit Propaganda, mit Schlagzeilen, mit Inzidenzzahlen. Die Menschen hatten einfach Angst und dadurch sind auch Psychosen entstanden. Und viele Menschen jetzt im Nachhinein, mit denen ich auch spreche, auch Journalisten, Politiker, die sagen, ja, ich hatte zwar schon ein komisches Bauchgefühl, ich hatte eine andere Meinung, aber ich hatte Angst, die zu äußern, weil ich dann diskreditiert worden wäre. Deswegen gab es auch keinen Pluralismus mehr und keine Debattenkultur mehr. Die wurde beerdigt und der Diskurs, von dem ja die Demokratie de facto lebt, wurde begraben und daran leidet unsere Gesellschaft bis heute. Da muss ich natürlich schweren Widerspruch bei Ihnen vielleicht. Friedrich, nein, wir haben natürlich das erlebt hier als Journalisten bei Bild und in unserem Verlag gibt es ein weiteres Medium, die Welt. Wir waren da, glaube ich, relativ ähnlich unterwegs, aber wir haben natürlich gespürt, dass die Meinungen, die wir auch vertreten haben, die Berichte, die Beiträge, die wir gesendet haben oder auch geschrieben haben, natürlich sehr, sehr kritisch von nicht nur Politikern, sondern auch anderen Kollegen anderer Medien beäugt wurden. Das ist vollkommen richtig. Also da stand man schon in einer Ecke, in die man reingedrängt wurde. Und das war die Ecke, die nicht zu den, oder wir gehörten nicht zu den, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Regierungssprechern. Das ist vollkommen richtig. Es gab genug andere Journalisten, die sich als Regierungssprecher aufführten, ja auch zum Teil die Bevölkerung beschimpft haben quasi mit erhobenem Zeigefinger. Also quasi die Arbeit eigentlich von vielen Ministern und der Bundeskanzlerin übernommen haben. Das haben wir in der Tat nicht gemacht. Deswegen widerspreche ich in dem Punkt ganz deutlich. Es gab eine Debattenkultur. Sie war möglicherweise nicht so ausgeprägt, dass man sich gegenseitig zugehört hat, sondern man hat sich wahrscheinlich eher beschimpft oder zugemacht und das, das eine Ohr reinlaufen lassen und Herr Schäfer, ich muss aber auch intervenieren. Es gab einen Kollegen von der Welt, ich glaube Olaf Gersemann, der hat jeden Tag die Inzidenzzahlen getwittert und hat immer wieder gewarnt mit erhobenem Zeigefinger, was wir machen müssen. Und da war schon einer aus sozusagen aus ihrem Stall, der jeden Tag eigentlich Panik geschüttet mit Zahlen, die die Menschen dann auch erschreckt haben, wo sie Angst hatten. Um Gottes Willen, wir sind jetzt irgendwie bei 10.000. Aber es gab natürlich beide Seiten. Also natürlich, ich glaube, Zahlen zu twittern kann man jetzt nicht per se als Panikmache abgeben. Das waren die Zahlen, die wir hatten. Der Subtext war schon deutlich. Und das ist, also ich möchte genauso wenig, dass wir die, die das begleitet haben, mit dem erhobenen Zeigefinger, mit dem wir selber nicht gescholten werden wollen, schelten. Ja. Also das muss ich einmal klar sagen. Genau. Und dafür sitzen wir irgendwie hier an unserem Tischchen, um auch genau das zu tun. Ich frage mich nur, Herr Rupprecht, wie sehen Sie das? Wir reden hier gerade über die Aufarbeitung. Manchmal habe ich das Gefühl, viele sagen jetzt auch Aufarbeitung, aber es bringt mir eine Entschuldigung. Ich möchte jetzt endlich das Wort Pandemie nicht mehr hören. Ich möchte jetzt zurück in die Normalität. Wie ist Ihr Gespür für dieses Thema? Brauchen die Menschen eine Entschuldigung? Brauchen sie etwas, das klar macht, es wurden Fehler gemacht? Oder wollen viele jetzt einfach sagen, lasst mich in Ruhe, ja, Pandemie, jetzt möchte ich einfach mein Leben? Ich glaube, Sigmund Freud hat das mal so aus, also ich kann es nicht wörtlich wiedergeben, aber nichts ist, kommt später umso stärker hervor als unterdrückte Emotionen. Und diese Emotionen werden ein Leben lang da sein. Und das, was den Leuten angetan wurde, die da anderer Meinung waren, damals zu Beginn der Corona-Zeit und durch die ganze Zeit durch, das war schon schlimm. Und das kann einfach so nicht stehen bleiben. Wenn das unaufgearbeitet stehen bleibt, dann, ich weiß nicht, wozu das führt. Die Spaltung bleibt dann letztendlich bestehen, auch wenn man es übertüncht. Also das muss aufgearbeitet werden. Und der erste Schritt ist nun mal eine Entschuldigung, weil diese Maßnahmen eben übergriffig waren einfach. Ja? Also ich denke schon, dass das sein muss. Also aber wer muss sich da entschuldigen? Das Problem ist, die Chefin der letzten Bundesregierung, die ist im Ruhestand. Naja, warum können Sie trotzdem entschuldigen? In der Tat, aber es hat natürlich irgendwie keine Konsequenz mehr. Sie haben vollkommen recht, eine Entschuldigung wäre angebracht von ihr, nicht nur bei dem Thema. Da gibt es auch noch andere politische Themen, die mir einfallen mit Blick auf die Ukraine und Russland. Aber es
ist dann eine Entschuldigung gut. Aber am Ende muss man sagen, was haben die Schulkinder davon, die jetzt, wie Sie sagen, unter Depressionen leiden? Ja, davon alleine noch nichts, natürlich. Aber es ist ein Anfang der Heilung. Wir müssen ja heilen, wir müssen ja Brücken bauen, wir müssen ja anfangen, uns zu verzeihen, gegenseitig beide Seiten. Und es geht nur, wenn jemand einen ersten Schritt macht. Und Entschuldigung ist der erste Schritt, eine juristische Aufarbeitung ist der zweite Schritt. Ich glaube, es ist hier schwierig, immer zu sagen, der andere muss jetzt das und das tun. Mhm. Muss jetzt nicht sagen, es tut mir leid, ich habe Schuld auf mich geladen und sowas. Das ist, glaube ich, schwierig. Aber was man schon, glaube ich, tun könnte, ist, denn warum tun wir das eigentlich? Wir wollen die Fehler beim nächsten Mal vermeiden. Genau. Das ist doch der Punkt. Ja. Deswegen ist dieses Lernen daraus viel, viel wichtiger, zu gucken, was ist schiefgelaufen, was war richtig. Und ich glaube, festzuhalten bleibt, auf die Freiheit zu setzen, ist am Ende auch nach dieser Pandemie extrem richtig und wichtig gewesen. Ja. Immer wieder ganz massiv zu hinterfragen, warum wird diese Freiheit wieder eingeschränkt? Ist das wirklich nötig, sie einzuschränken? Weil die Folgen von eingeschränkter Freiheit sind dramatisch erkennbar. Ja.